Heute soll die Sonne um 7.38 Uhr in Fuerteventura aufgehen und unser Fotograf Felipe Ribeiro hat ein Fotoshooting organisiert am Strand und das um 7 Uhr. Die Mädchen mussten um 4 Uhr nachts aufstehen, um sich die Haare und das Make-up machen zu lassen. Lass uns zusammen gehen und schauen, wie es aussieht beim Shooting. Philippe, was war das Thema von heute für das Shooting? Was sind die Probleme für einen Fotografen bei einem Sonnenaufgangsshooting und was für einen Tipp könntest du den Mädels geben, dass sie wirklich um 6 Uhr morgens frisch vor der Kamera stehen? Also das Thema heute war Business Shooting. Die Mädels hatten alle Hosenanzüge und so ein Business Outfit an. Das Ganze hat heute relativ früh angefangen. Die waren alle um 4 Uhr bereits in der Maske. Ich schätze mal, dass die meisten so um 3 Uhr aufgestanden sind. Die kamen natürlich relativ müde zur Maske. Make-up und Haare hat es natürlich wieder rausgerissen und das Ganze auch gerettet. Ich würde aber jedem Model empfehlen, relativ früh ins Bett zu gehen bei solchen Shootings. Gesunde Ernährung ist natürlich Pflicht, damit man auch immer, auch wenn man wenig Schlaf hat, frisch aussieht. Und das Problem für einen Fotografen bei so morgen Sonnenaufgangs-Shootings ist, dass wir relativ wenig Zeit haben. Das heißt, Maximum eine Stunde, dann ist die Sonne schon relativ hoch und dann ist das Licht nicht mehr so hübsch, wie es am Anfang war. Ich sehe euch da mit einer irren Gänsehaut. Ihr seid am Frieren, wie verrückt. Wie haltet ihr das überhaupt aus? Ja, es ist schon ziemlich kalt, aber man kann sich ja probieren, echt warme Gedanken zu machen und an was Schönes zu denken. Ja, also ich friere auch etwas, aber ich versuche einfach, das mit der Sonne zu kompensieren und versuche so viel wie möglich der Sonnenstrahlen aufzufangen. Als Badenixe denke ich, dass es kein Problem ist, auch mal eine Gänsehaut zu haben. Aber wir genießen es. Ja, wir genießen es auf jeden Fall, weil in dem Moment, wenn die Fotos gemacht werden, denkt man gar nicht dran. Man will einfach nur perfekt für den Fotografen aussehen und das probieren wir halt. So, also der Fotograf sagt auch manchmal jetzt lachen. Ja, so richtig laut, dann mach mal so, so ha ha ha. Könnt ihr das so auf Knopfdruck? Na klar. Wir machen uns lustige Gedanken, genau. Dann geht das ja, ganz schnell. Wir haben ja auch und so zusammen Spaß, ja. Ist es echt einfach. Es ist gerade so eine tolle Atmosphäre hier. Unglaublich. Das muss man filmen und aufnehmen. Du kommst gerade von deinem Shooting zurück. Wie war es denn? Wow, es war wirklich unbeschreiblich. So ein Feeling, das ist unbeschreiblich, wirklich. Also der einzige Nachteil war wirklich, wir mussten total früh aufstehen. Ich glaube, mein Wecker hat um 4:30 geklingelt. Das ist natürlich eine totale Herausforderung, so früh aufzustehen und dann im Make-up zu sitzen. Das war total verschlafen noch. Aber der Make-up-Artist hat es sehr gut hinbekommen, genauso wie meine Haare. Und jetzt hatten wir unser Dandy-Look-Shooting. Und es war unbeschreiblich. Also mir fehlen gerade wirklich die Worte und ich bin so glücklich. Elisabetta, wie fühlst du dich heute Morgen? Ich fühle mich echt wunderbar. Ich finde es unglaublich schön. Wir sind gerade am Set und bei meinem Shooting ging auch die Sonne auf und ich finde es so inspirierend. Es ist wirklich wunderschön. Ich freue mich auch, weil es sehr einmalig ist, auf Fuerte endlich mal den Sonnenaufgang zu sehen.
Hallo Katharina, wie geht's dir im Moment? Hi, gut. Also dafür, dass ich heute um 3 Uhr aufgestanden bin, 3 Uhr hat tatsächlich der Wecker geklingelt. 4 Uhr dann in die Maske, Haare gemacht, so wie es jetzt aussieht, und dann konnten wir den wunderschönen Sonnenaufgang genießen. Ich kam Gott sei Dank als erstes oder relativ als erstes dran, wegen meinen Haaren, die gehen sonst sofort kaputt. Aber es war echt super, hat viel Spaß gemacht. Und eigentlich bin ich relativ fit dafür, dass ich um 3 Uhr wach war. Kopf nach links runter. Bleib so. Du machst einen Schritt nach vorne, bleib stehen. Kalina, erzähl mir, wie war es heute Morgen? Ja, ich war wirklich sehr müde. Der Morgen begann heute schon um 3:30. Wir mussten dann direkt rüber zum Spiegelsaal, saßen in der Maske, wurden fertig gemacht. Und man hat wirklich gemerkt, wie alle sehr, sehr müde waren. Dann ging es auch schon zum Sonnenaufgang ab zum Strand. Wir hatten ein Fotoshooting. Es war zwar sehr kalt, aber hat super viel Spaß gemacht mit den Mädels. Die Visagisten sind hier, alle kümmern sich um uns. Und Felipe macht seine Arbeit wirklich sehr gut. Eine Rolle. Ja. Yeah. Und es macht mir Spaß, in eine neue Rolle reinzuschlüpfen, wie zum Beispiel jetzt in die sehr attraktive Sekretärin, die vielleicht etwas mehr als nur attraktiv ist. Und ja, macht mir Spaß.